Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Lieber Triassé, ich grüße dich. Du möchtest wissen, ob dein Herzensdame zurückschreibt, wie geht es weiter, wie sollst du dich verhalten, und genau das klären wir. Deine Position ist im Gegenwart, das zeigt hier dieses Bild. Und das bedeutet erstens Erinnerungen. Außerdem, diese Schiff symbolisiert die Hoffnung, das Wasser, die Gefühle. Und du hast sehr viel Gefühl für sie, kommen auch die Erinnerungen. Es sind vielleicht sogar karmische Erinnerungen, aber schau in diese Richtung, weil das ist sehr hoffnungsvoll. Worüber machst du Gedanken oder worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild, wieder die Erinnerungen. Und diese Karte kann ich vielseitig deuten. Erstens steht hier ein reicher Mann und gibt etwas. Geben und geben und geben. Und der andere sitzt hier auf dem Boden, vermutlich ist er arm, und er nimmt und nimmt und nimmt. Die sind nicht im gleichen Augenhöhe. Und das heißt, wenn du immer die Gebende bist, irgendwann fühlst du dich ausgenutzt. Es muss nicht immer um Finanzen handeln, sondern gerade bei Kommunikation machst schon Gedanken, muss ich immer diejenige sein, wo schreibt und schreibt und schreibt und sie nimmt und nimmt und kommt nichts zurück. Ihr braucht die Gleichgewicht. Ihr sollt im gleichen Augenhöhe bewegen. Natürlich kann das auch bedeuten, und da sind auch Erinnerungen, eine von euch beiden fühlt sich schüchtern oder klein. Ich möchte das nicht behaupten, aber das wäre auch eine Möglichkeit, diese Karte zum Deuten. Du bist so groß, ich bewundere dich, aber ich fühle mich so klein. Schau mal, ich sitze hier auf dem Boden. Und es entspricht oft auch die Gefühlen. Ihr braucht die Gleichgewicht. Was liegt in Verborgenen bei dir, die Geheimnisse, die Verborgenen? Das zeigt hier dieses Bild, und das heißt, setz etwas in Bewegung Richtung Beruf und Finanzen oder überreiche diesem goldenen Taler und setz das in Bewegung, und das symbolisiert Werte und Wertschätzung, dass du Wertschätzung entgegenbringen kannst, wobei ich denke, das magst du schon, aber das sollst du auch betonen, wie wertvoll sie ist für dich oder wie wertvoll ist dieser Kontakt für dich. Jetzt schauen wir ihre Haltung an, und das zeigt dieses Bild. Sie wird aktiv sein in deine Richtung. Sie setzt auch etwas in Bewegung und beherrscht hier die Feuerelement. Und Feuerelement symbolisiert Begeisterung und Leidenschaft. Worüber macht sie Gedanken? Das ist hier die Mondlandschaft, und das entspricht ihre Träume, ihre Sehnsüchte. Natürlich, Mond ist die Nacht, kann auch bedeuten, dass sie momentan noch im Rückzug ist, weil sie so denkt. Aber die Gefühle sind
ihr bewusst, deinen Gefühlen, aber auch ihren eigenen Gefühlen. Und diese Verbindung zwischen euch beiden entspricht ihren Träumen. Was liegt im Verborgenen, hinter den Kulissen, ihre Geheimnisse? Sie ist sehr, sehr traurig. Sie ist am Tränen und sie steht vor Entscheidungen. Sie ist noch gebunden und das zeigt in dieser Richtung, dass sie unglücklich ist und sie möchte sich trennen. Was verbindet euch oder was ist zum Erwarten? Das ist hier dieser wunderschöne Schmetterling. Und Schmetterling symbolisiert auch die Wandlung, wie das alles, diese Raupe wird hinterlassen und entsteht dadurch ein Schmetterling. Das ist wirklich die Wunder der Natur und diese ganze Schönheit und Leichtigkeit und das, was ihr braucht. Diese Beziehung, diese Kontaktbeziehung ist es momentan nicht, aber ihr habt Kontakt, das mit Leichtigkeit betrachten. Schmetterling zeigt diese Leichtigkeit und auch die Geduld, wie sich das alles wandelt von Raupe zum Schmetterling. Ich habe noch eine Gefühlsklärungskarte und das zeigt ihren Gefühlen. Und der Text ist: Ich bin der einzigartige Vogel. Ich möchte akzeptiert werden, wie ich bin. Es ist mir so wichtig, dass ich voll und ganz so sein kann, wie ich bin. Und das heißt, mit anderen Worten, sie möchte akzeptiert werden, sie will sich nicht verändern, sie will sich so zeigen, wie sie ist und das, was sie auch befreit. Liebe Triassé, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich auch für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute von Dendera.